Hallo Leute, ich bin Lou und heute habe ich die Glentaste Tasting Box für euch. Glentaste ist ein Shop von 5 Jungs und die folgen einem Trend, der sich jetzt schon immer öfter beobachten lässt. Ne? Also die veranstalten Whisky-Tastings und die haben einen kleinen Online-Shop und dort verkaufen sie Whisky-Boxen. Ich habe eine davon heute hier und ich finde, das ist eigentlich eine ziemlich coole Sache. Ne? Gibt es jetzt schon mehrere Shops, die das so anbieten und machen, wenn man sich über irgendein bestimmtes Gebiet, eine Brennerei oder einen bestimmten Geschmack ein bisschen ausführlicher informieren will, verschiedene Sachen probieren möchte und keinen Laden in der Nähe hat oder keine Lust hat, sich das alles selber zusammenzusuchen. Ich meine, dafür sind unsere Fachhändler ja da, dass sie uns was Tolles zusammenstellen. Und ich finde, es ist auch eine super klasse Sache für Anfänger, die jetzt sagen, ich habe noch gar nicht so richtig den Überblick, was mir auch schmeckt, was mir gefällt. Und die dann entsprechend sich so eine Box kaufen, um herauszufinden, was mag ich denn eigentlich? Und dafür habe ich die passende Box heute hier, die stelle ich euch mal vor. Na, das ist, die Box nennt sich Four Shades of Amber. Und wir haben ja eigentlich ein paar echt, echt leckere Whiskys drin. Wir haben einen Macallan Gold Double Cask, der elegante. Dann haben wir den alten, der Royal Bruckler, 21 Jahre. Dann haben wir den fruchtigen Tomatin, 15 Jahre. Und den rauchigen Balvenie Peatweed, 14 Jahre alt. Also alles auch relativ qualitativ sehr hochwertige Whiskys. Gibt's in der Box für 40 Euro und ich sag mal so, man kriegt keine von den Flaschen für 40 Euro. Und wenn man sich dann erstmal so ein bisschen umgucken will, ist das, denke ich, eine super Variante. So, wir fangen an mit dem Macallan. Na, ich bin immer so ein Mensch, ich trinke von links nach rechts, wenn mir das jemand so vorgibt, dann mache ich das auch. Ich gucke mal schnell auf meinen schlauen Zettel. Aus dem Jahr 2018, 40% Volumen, durchschnittlicher Flaschenpreis 55 Euro. Damit hat man die Box schon rein. American Oak und European Oak ex Sherry Eichenfass. Ich habe bisher einen Macallan getrunken. Das war dieser Standard, dieser ganz der Macallan, den man so überall kriegt. Und ich war echt bitterböse enttäuscht. Also gut, ich bin auch mit viel Erwartung rangegangen, ne? Der James Bond Whisky, teuerster Whisky der Welt. Und so nach dem Motto, ja, dann muss alles von Macallan super gut schmecken. Ich war echt enttäuscht, weil es war jetzt nicht so der Hammer. Ne? Also er war gut, ne? Technisch sauber, angenehmer Geschmack, aber mir hat dieses Feuer, dieser Funke gefehlt. Ne? Mal schauen, wie das mit dem Gold Double Cask ist. Wir haben Holz, Süße. Also so am Anfang ist es für mich Honig, dann wird es so ein bisschen fruchtiger. Fast so ein bisschen Karamell. Sehr intensive Holznote und so ein bisschen diesen Sherry-Touch, den ich euch in den letzten Videos bei Balvenie, in der Balvenie Week beschrieben habe, diesen historischen Effekt des Sherrys, habe ich so ein kleines bisschen hier auch schon mit drin. Also er riecht auf jeden Fall schon mal intensiver und besser als der Macallan, den ich schon mal hatte. Sehr holzig. Hinten raus ist der echt lecker. Eine leckere Holznote, das kommt bei mir nicht ganz so oft vor. So gar nicht fruchtig, also dieses süße Fruchtige, was ich jetzt im Geruch hatte, hatte ich jetzt im Geschmack irgendwie so nicht, fand ich. So ein kleines bisschen vielleicht. Aber eher so die Süße von
dunkler Schokolade, so ein bisschen. Also eher sowas nicht süß-süß, sondern so herb-süß, wenn das Sinn ergibt. Ja, so ganz hinten raus ist es so ein bisschen die Schokolade für mich, finde ich. Das ist ganz interessant. Ja. Schmeckt interessant. Probieren wir den nächsten. Der nächste, wartet. Der alte. Royal Bruckler, 21 Jahre, 40 Volumenprozent. Ich gucke auf meinen Zettel. Ex Oloroso Sherry Cask. Jetzt bin ich gespannt. Und Flaschenpreis 120 Euro. Ja, also ich finde, das ist auch ein guter Gesamtüberblick so ein bisschen. Ne? Wir haben so diesen Einsteiger mit dem Macallan, weil das ist so, glaube ich, der Single Malt, den jeder kennt neben Glenfiddich. Dann hast du gleich so was richtig Altes. Da können die Leute mal so das Alter schmecken. Dann was Rauchiges ist dabei, was Fruchtiges ist dabei. Es ist eine schön breite Palette. Ne? Klar, der Typ, der seit 20 Jahren voll im Whisky, in der Whisky-Welt drin ist, der wird sich sagen, ach, komm, Mädel, ne? Also diese paar Anfänger-Whiskys, die kann ich mehr, die habe ich selber im Schrank. Ja, natürlich. Aber ich habe zum Beispiel, wie gesagt, auch bisher nur einen Macallan getrunken. Roy Bruckler hatte ich noch nie im Glas. Den Balvenie habe ich jetzt schon mal getrunken. Den Tomatin auch, fand ich beide sehr gut, klar. Aber gerade für Leute, die halt wirklich erstmal gucken wollen, auch vielleicht nicht gleich auf eine Messe gehen wollen, weil sie dann auch, ich habe zum Beispiel Freunde, die sagen, boah, so eine Messe wäre schon mal cool, aber ich wüsste gar nicht, was ich da trinken soll, ne? Stellt euch mal vor, so der ganz, ganz erste Einstieg, da könnt ihr nicht an den Stand gehen und sagen, ich weiß, was ich will. Ne? Deswegen sind solche Boxen gut. Okay. Der alte hat eine sehr saure Note. Jetzt so das erste war so ein bisschen so wie Hummel im Sommer. So, wenn man so Obstschalen drin hat und das dann so anfängt zu gären. Das ist auch noch so ein kleines bisschen drin, das verschwindet so ein bisschen, wenn ich 2-3 Mal dran gerochen habe. Oh nein, es ist immer noch da. So dieses ganz saure oder so sehr, na irgendwas total saures, so brause, saure Kaubonbons oder so. Hier, kennt ihr Center Shocks so ein bisschen in die Richtung? So was super Saures ist für mich da drin. Das kommt aber immer nur mal so an bestimmten Stellen, weil wenn ich jetzt dran rieche, habe ich so ganz unterschwellig ein kleines bisschen Holz, aber mehr so eine Süße. So ein bisschen wie leichter, ganz leicht süßer Honig. Oh ja, da war sie wieder, diese saure Fruchtnote. Ich kann Entwarnung geben, er ist nicht sauer, so viel schon mal. Am Anfang sehr mild, ne? Kommt so ganz entspannt daher, ist fast so ein bisschen erfrischend im Mund. Jetzt nicht so minzmäßig, sondern so. Er ist halt weich und ne, verteilt sich gleich so ein bisschen, erfrischt und dann wird er sehr holzig. Sehr holzig, sehr, sehr holzig. Dann kommt angenehm Honig. Er bleibt locker entspannt auf der Zunge. Es ist jetzt nichts, was total breiten, super intensiven Geschmack hat, aber er ist sehr trotzdem ausgewogen, aber jetzt auch nicht mein Favorit, muss ich sagen. Am Anfang hat man so eine ganz kleine Fruchtnote und dann wird der richtig, dann brennt er sich so ein bisschen rein, aber eben auf so eine holzige Art. Interessant. Jetzt so hinten raus merkt man so ein bisschen diese Holzfrucht-Cherry historische Anbahnung. Also ich muss sagen, der erste Schluck war nicht so geil, der zweite war schon wesentlich besser. Schmeckt alles bis jetzt interessant. So, jetzt haben wir den 15er Tomatin.
Travel Retail Exclusive 46%. Und wir haben amerikanische Eiche und 44 Euro Flaschenpreis. Na, der ist nicht ganz so teuer. Finde ich jetzt auch eine gute Orientierung, weil man dann immer gleich dazu weiß, wie viel der kostet. Und das soll der fruchtige sein. Ja, und das ist auf jeden Fall sehr fruchtig. Ich habe schon wieder diese leicht saure Note im Hirn gehabt. Aber ansonsten ist der runder, weich, sowas Orange, Pfirsich, vielleicht auch so ein bisschen Mango habe ich persönlich im Kopf. Ne? Der ist lecker. Der ist am Anfang, also gegen Ende hin wird er so ein bisschen sprittig, habe ich jetzt gerade gemerkt. Deswegen habe ich gerade kurz das Gesicht verzogen. Vielleicht braucht er auch da ein bisschen mehr Zeit einfach als die anderen beiden. Er ist am Anfang sehr mild, sehr angenehm, sehr süß, fruchtig. Muss ich nochmal probieren, welche Frucht es ist. Ja, so ein bisschen. Ich habe so ein bisschen die Assoziation mit Schokolade, also vielleicht sowas Orangiges oder halt wirklich so diese Mango. Es ist auf jeden Fall, es ist eine leicht rötliche Frucht, nicht total rot, aber sehr angenehm und mild und nicht so sauer, wie jetzt eine Zitrone oder manchmal auch ein Apfel ist. Es ist was Runderes, aber auch nicht ganz so süßfruchtig wie zum Beispiel eine Birne. Deswegen so Orange wäre mit der ganz leichten Säure nur Mango, obwohl Mango schon fast wieder zu süß ist. Auf jeden Fall, dann kommt das ein bisschen spritzig an und kommt mit so einer Holznote. Die ist auch ganz schön für Menschen, die so intensive Holznoten mögen. Und hinten raus habe ich so Honig und auch wieder diese Schoki-Note so ein bisschen auf der Zunge. Also der ist fruchtig, süß, sehr interessant. Hat einen intensiveren Geschmack, finde ich jetzt, als der Royal Bruckler. Der Macallan ist auch irgendwo so dazwischen. Kommen wir zum letzten. Ja, finde ich auch, die Aufmachung von der Box ist cool, dass ich hier auch die Bilder von den Flaschen gleich noch mit drin habe. Der letzte ist ein Balvenie Peat Week. War der 48,3% Depeated One. 14 Jahre habe ich erst letzte Woche ausführlich in dem Video besprochen. Ich trinke ihn jetzt trotzdem mit, damit ich einen Gesamteindruck von dem Paket bekomme. Die ausführliche Beschreibung könnt ihr euch, wie gesagt, in einem anderen Video angucken. Na, der ist schön würzig, aschig, rauchig. Das ist, also der sticht natürlich dadurch am meisten aus dieser Kombination von Sachen raus. Und den habe ich ja schon beschrieben, ne? Der wandert so von meinem gut gewürzten, saftigen, fleischigen Steak hin zu verkokelt, Grill, Asche, so richtig, richtig intensiv. Trotzdem nicht so ein brutal, es ist, klar, es ist ein sehr intensiver Rauchgeschmack, aber ich finde, da gibt es Schlimmere. Ne? Also ich finde das ja toll, so Lafroy, dieser medizinische Rauch oder dieser sehr saure, zitronische Rauch von Artback. Ich finde, der ähnelt einem Karl Eiler wieder sehr. Karl Eiler hat ja so einen fleischigen Rauch, ne? Und der hat halt auch so was sehr Aschiges drin. Es ist trotzdem relativ ausgeglichen und nicht so speziell vom Rauch her. Das ist super lecker, gefällt mir natürlich von allen am besten. Sorry. Aber er sticht auf jeden Fall raus im Vergleich zu den anderen. Ich würde jetzt nochmal den Macallan kurz anschnuppern, weil da war ich mir jetzt nicht so ganz sicher im Vergleich zu den anderen. Also er ist so der sanfte, angenehme Einstieg.
hat was Holziges, hat aber auch was Süßes, ist so ein bisschen, ja, irgendwie bei McCallum habe ich noch nicht so richtig den Fuß reingekriegt. Der ist ein technisch sauberer, angenehmer Whisky. Nur der super Einstieg, finde ich. Um so ein bisschen erstmal den Geschmack von Single Malt überhaupt zu verinnerlichen. Der Royal Bruckler ist natürlich hier preislich so ein bisschen der heraussticht. Und auch durch sein Alter natürlich besticht. Sehr holzig, hat schon so diesen Sherry-Anklang, bringt da einen guten Einblick einfach schon, wie Sherry gefinischte Whiskys schmecken können. Der Tomatin ist, wie gesagt, einer von den fruchtigen Vertretern. Ja, mild, angenehm, ne? Da kann man auch, wenn man feststellt, ah, der schmeckt mir am besten, dann kann man sich so ein bisschen in die Richtung orientieren. Und wenn einem der Balvenie am besten gefällt, dann weiß man, Rauch, Peat, voran. Na, also finde ich für Anfänger eine super, super Sache. Danke, dass ihr mir diese Box zugeschickt habt. Na, aber ich finde auch, ne, wenn jetzt so Leute von euch, die sagen, oh, ich habe jetzt bisher nur Peated Whisky getrunken, traut euch ran an die anderen drei. Die haben auch noch ganz verschiedene andere Whisky-Boxen, wo verschiedene Sachen drin sind. Ich finde, das ist eine coole Sache. Das kann man mal ausprobieren. Ja, die Aufmachung von der Box hat mir sehr gefallen. Ne? Ich kann es euch ja hier nochmal zeigen. Schick gestaltet, kommt in der Pappbox. Ist stabil, fällt auch nicht alles raus, ist auch versiegelt gewesen. Das war ein bisschen anstrengend, die Versiegelung abzupuppeln. Aber das ist eigentlich immer so. Die Etiketten sind schön gemacht. Die Aufmachung ist toll. 40 € für die Box ist, finde ich, okay. Es ist natürlich schwierig, wenn jetzt ein Anfänger kommt, der wird sich sagen, 40 € ist mir eigentlich ein bisschen zu teuer. Man muss aber wirklich sagen, für das, was drin ist, ist es ein guter Preis. Kann man machen, ne? Die müssen ja auch irgendwie ihr Geld verdienen. Klar, ich kann die jetzt auch billiger, wenn ich sie mir einzeln zusammensammle, aber dort bezahle ich auch den Service, dass sich jemand Gedanken macht und die für mich zusammenstellt, den Dingern schöne Namen gibt und eine tolle Aufmachung draus macht. Ne? Deswegen finde ich 40 € hier vollkommen gerechtfertigt. Mein Favorit ist, wie gesagt, der Balvenie. Dann kommt der Roy Bruckler, der Tomatin und dann der Macallan. Ja, vielleicht könnt ihr mir einen Rat geben mit meinem Macallan-Problem. Vielleicht könnt ihr mir einen speziellen empfehlen, wo ihr sagt, ja, der ist jetzt auch nicht eine Million Pfund wert. Und schmeckt trotzdem besser als die anderen Macallans. Vielleicht habt ihr dann einen Tipp für mich, mit welchem ich da weitermachen sollte, dass ich vielleicht auch ein bisschen einen Fuß in die Brennerei bekomme. Der Royal Bruckler hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Da werde ich mal gucken, dass ich hier und da noch was von probieren kann. Tomatin habe ich so meine Favoriten und Whiskys, die ich gar nicht mag. Also da ist auf jeden Fall auch gut was mit dabei und Balvenie habe ich letzte Woche ausführlich für euch besprochen. Das war die Glentaste Tasting Box. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Zuschauen und das nächste Mal geht es dann weiter mit einer Whisky-Weltreise. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein und bis dahin, Slanji! Und damit ihr auch ja keinen Whisky mehr verpasst, abonniert mich auf meinen Social Media Kanälen und schaut nochmal auf meinem Blog vorbei. Da gibt es noch jede Menge mehr Infos zum Thema Whisky für euch. Und bis dahin, Slanjiva!